Ja, ehrlich gesagt war die Saison enttäuschend für mich persönlich. Nathan McCain versucht jetzt, Valentin Manzi zu überholen. Oh, und er hat ihn berührt. McCain wirft Manzi schon wieder aus dem Rennen. Nate! Was sollte das heute machen? Was ist los, Valentine? Mit dir werde ich problemlos fertig. Wenn du über mich lästern willst in der Presse, nur zu. Aber was du da draußen abziehst, muss aufhören. Sonst wird noch jemand verletzt. Ja? Ja, hoffentlich wirst du das sein. Hank! Hank! Dann kann er halt Kung Fu. Ich kann immer noch schneller fahren. Und was ist mit Seneca? Man sagt, die wären jetzt ihre größte Konkurrenz. Und sie werden bei jedem Rennen aggressiver. Weißt du was? Hier rechts. Hier, nimm dein Mikro. Scheiße. Die Autos werden an den Start gebracht und auf das Rennen vorbereitet. Bevor es losgeht, sprechen wir noch kurz live mit Valentin Manzi. Valentin, wie fandest du den Übergang zu den Profis bis jetzt? Interessant. Und ich muss schon sagen, Seneca hat mich beeindruckt. Als Martial Arts Kenner gefällt mir ihr Kampfgeist. Weißt schon, Kampfkunst, Kampfgeist. Sorry, was macht sie's Pläne? Okay, aber über Entschuldigung. Ja, das war hart, Valentin. Trotzdem viel Glück. Wir werden auf jeden Fall sowohl Wolz als auch Seneca als Kandidaten fürs Podium im Auge behalten. Also gut, versuch McCain nicht in die Quere zu kommen. Er ist außer Kontrolle und verhält sich rücksichtslos. Er kommt wohl nicht gut mit Konkurrenz klar. McCain interessiert mich nicht. Wir sind hier, um zu gewinnen. Zeigen wir es ihm. Wird jemand nicht glücklich sein.
Als nächstes geht es nach Okutama und der Gauntlet lauert am Horizont wie ein Sturm, der über die Tiefe hereinbrechen wird. Es wird spannend, also noch spannender.